Bei mir ist jetzt der liebe Tolkien vom Gewinner von Mausports. Ihr seid im Winter, seid ihr noch Vizemeister geworden. Jetzt habt ihr den Meistertitel erlangt. Wie sieht es jetzt gerade persönlich in dir aus? Ah, ich bin sehr glücklich. Also wir haben ja schon vor genau einem Jahr, habe ich hier mit zwei meiner Teammates auch schon mal hier in Düsseldorf die ESL-Meisterschaft gewonnen. Jetzt an diesen Erfolg anknüpfen zu können, wieder in Düsseldorf, genau ein Jahr später, sehr, sehr schön. Und klar, Vizemeister zu werden hat was Positives, aber Meister zu werden ist nochmal ein anderes Prestige-Level. Es war ja zeitweise wirklich ein Duell auch auf Augenhöhe. Definitiv. Wie würdest du die Leistung der Gegner beurteilen? Ich würde sagen, SK ist ein Team, das charakteristisch sehr, sehr intensiv für Top-Lane spielt. Einfach weil sie einen sehr guten Spieler-Top-Lane haben. Dementsprechend lohnt sich das oftmals. Und wir haben da charakteristisch versucht, entgegenzuwirken. Das hat gerade im ersten Spiel sehr gut funktioniert und im zweiten Spiel nicht ganz so gut. Und deswegen war das Spiel auch so knapp. SK ist ein sehr gutes Team, ein würdiger Vertreter für die Dachszene. Und heute waren wir einfach schlecht besser, würde ich sagen. Hat das irgendwie spezielle Gründe? Du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ihr in entscheidenden Momenten einfach die Besseren wart. Gibt es sonst noch irgendwas, was für euch minimal vielleicht auch noch einen Vorteil gebracht hat? Ich denke, es gibt einen ganz großen Faktor. Wir sind meiner Meinung nach das bei weitem flexibelste Team in der ganzen ESLM, was Champion Select angeht. Wir können eigentlich alles flexen, wir können alles überall spielen. Das gibt uns immer einen ungeheuren Vorteil. Jedes Team hat quasi schon zwei Bans, die sie gegen uns jedes Game setzen müssen. Der strategische Element fällt für viele Gegner weg und das setzt uns in eine sehr gute Ausgangslage. Die Caster hatten vor dem Spiel schon erwähnt gehabt, dass ihr angeblich nicht vorbereitet wart oder nicht genug vorbereitet. Was steckte dahinter? Da haben die Caster definitiv recht. Wir hatten große Probleme in der letzten Woche Scrims zu finden, was unter anderem daran liegt, dass alle anderen Teams, also die spanischen, französischen Teams, die spielen auf dem Live-Patch und wir spielen auf dem alten und dementsprechend ist es nicht so förderlich, gegen sie zu spielen und haben wir keine Scrims gefunden und dementsprechend sind wir nicht hundertprozentig vorbereitet wie zu anderen Events heute hier reingegangen. Hat aber letztendlich keinen wirklichen Nachteil ergeben. Oder würdest du schon sagen, dass es minimalen Ausschlag hatte auf euer Spiel? Ich würde sagen, es war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits war das Mindset so, ey, wir sind der Underdog, wir haben nichts zu verlieren. Andererseits, normalerweise habe ich das Gefühl, ich kenne den Patch und ich weiß, was auf mich zukommt. Und diese Zuversicht hat mir ein bisschen gefehlt. Aber im Endeffekt haben wir 2-0 gewonnen. Also ich würde sagen, im Endeffekt war es jetzt nicht so schlimm. 2-0 Gewinn. Wie gebührend wird heute gefeiert? Ah, unser ganzes Team, also man hört es vielleicht nicht gerne, wir sind alle eher... Nicht so, die hättesten in Party-Laune oder so. Wahrscheinlich gucken wir am Ende einfach die LCS-Semifinal und machen nicht wirklich was. Aber vielleicht gehen wir auch mit den SK-Leuten und den Big-Leuten, die auch hier sind, in irgendeine Bar. Also das ist manchmal auch ganz schön. Also ist das Team auch ein Fan von Rocket League oder? Von Rocket League? RLCS? Nee, LCS. NA-LCS. Ach so, okay. Aber du noch LCS. Nee, Rocket League ist nicht so drin. Okay, dann hatte ich das falsch verstanden gehabt. Und wie sieht jetzt eure nächste nahe Zukunft aus? Was steht jetzt für euch auf dem Programm? Ich glaube, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, bis die Premier Tour und die Syndic weitergeht, denn ESL Meisterschaft beginnt ja erst wieder im Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend ist erstmal ein bisschen Ruhe. Ich werde definitiv LEC das Finale analysieren bei Summoners In und so weiter und mich weiter in der Szene aktiv zeigen. Ich bin auch bei einer Panel-Diskussion eingeladen über die Akzeptanz des E-Sports am 11. Also Programm gibt es für die Offseason schon noch genug. Also Urlaub, aber quasi irgendwie doch kein richtiger Urlaub. Nicht wirklich Urlaub. Also ich freue mich, nach Berlin zurückzufahren und meinen Bruder, meine Familie zu sehen und dergleichen. Und darauf freue ich mich wirklich und ja, danach ein bisschen Freizeit. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg auch für die nächste Season und auch einen schönen kurzen quasi Halburlaub. Vielen Dank. Jetzt noch nicht abschalten, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr habt die Chance, 4 komplette Autogrammsets zu gewinnen von den Teams, die hier bei der ESL Frühlingsmeisterschaft in League of Legends teilgenommen haben. Was müsst ihr dafür tun? Ist ganz einfach, ihr klickt den Link unten in der Beschreibung an, dort müsst ihr ein paar kleine Aufgaben lösen und wenn ihr Glück habt, seid ihr einer von den 4 glücklichen Gewinnern.